Das WDR Funkhausorchester und Wayne Marshall als Pianist und Dirigent. Das würde ich sagen, das nennt man Multitasking. Ich bin jedes Mal ganz beeindruckt, wenn ich das sehe, wie er nur manchmal mit einem bloßen Kopfnicken oder einem ganz durchdringenden Blick dem Orchester, das Orchester dirigiert. Unser Chefdirigent kann aber sogar noch mehr als dirigieren und Klavier spielen. Er kann auch improvisieren. Und Leonard Bernstein, das war der größte Verehrer und Fan von George Gershwin. Und der wäre vor wenigen Tagen 100 Jahre alt geworden. Und ihm widmet unser Chefdirigent nun ein ganz besonderes Geburtstagsständchen. Happy Birthday, Lenny. Seine Improvisation.